Hallo und herzlich willkommen hier in den Euro Truck Simulator 2. Das war eigentlich okay in Deutsch jetzt, aber hallo Basti, hallo Horsti. Moin. Moin. So, wir sind hier bei TNT und haben unsere Pause gemacht und werden heute das letzte Stück hochfahren zum Kunden und werden das dann mal abliefern beim Daxer. Wo treibt ihr euch rum? Ich mach gerade Pause in Marbella, Frankreich. Ey. Froschbeine essen. Wunder. Oh, und hier ist schon wieder Stau, ey. Ach man. Wieder eine blöde Zeit. Ich muss mich alle zwei rausdrängeln, egal wie. Komm, lass mich mal raus da mit deinem Iveco. Denkst du, er lässt mich raus? LOL! Ja, halt mal vorne an, mein Guter. Ach, das sind doch Affen hier, ey. So, ich hab mich jetzt mal irgendwie durchgeschlängelt. Warst du schon in Albanien, Danny? Nee, da unten war ich noch gar nicht. Nee, da hinten so vorne. Was soll man sehen? Hast du einen Auftrag gefunden? Kannst du doch mal hinfahren. Da haben wir die Idee. Also ich weiß noch nicht, was meine nächste Fuhre ist. Ich irritiere mich immer hier über Fachmarkt und über meinen Standpunkt aus. Was ist da? Und naja, ich mach das so immer von Port zu Port von meinem Standort. Könnten wir jetzt jedes Mal woanders anfangen, aber ist ja Quatsch. So, man sieht es wieder, ich habe das gerade gesagt hier, Ortseingang stehen sie gerne mal. Oh, Griechenland ist auch eine schöne Ecke. Kann ich nur jedem mal empfehlen, hier hinzufahren. Und hast du was gefunden? Ja, Spanplatten. Spanplatten? 14 Tonnen. Aber immerhin. Das ist ja gar nichts. Ja, aber immerhin. Ja. Das war 79 Kilometer. Huiuiuiui. War das schon mehr? Ja, die nach Malaga, die hat über 2.500 gebracht. So, das Mensch. Das ist ein Landesstreer. Ja, gute 40 Stunden brauchst du bestimmt auch dahin, oder? Ach nee, ist ja ein bisschen Tausender, ne? 20 Stunden sagt mir der Virgil. Wie viel? 27 Stunden sagt er, Spiel sagt 27. Ja, wenn du ein bisschen gut fährst, schaffst du es weniger. Wenn du reale Zeit nimmst, brauche ich eine Stunde und 3 Minuten. Ah. Weil ich habe letztes Mal gemessen, wo alle 50 Kilometer schaffe ich 3 Minuten. Ja. Ich dachte, tschüss. Weißt du, wie lange du eigentlich real so brauchst? Ja, also bis da von Frankfurt bis nach Malaga kann ich dir so grob sagen, also 2-3 Tage brauchst du bestimmt. Ich habe gebraucht von Polen, um die Fahrt, die ich gemacht habe, von Polen nach Russland rein, ne? Ja. 2 Stunden. Das waren über 2000 Kilometer ungefähr. Nee, er hat ja gemeint, wie er in Real lange dahin fährt. Ja, meine ich ja. 2 Stunden. Ach
Achso, was ist Fehlschritt? Nee, das kannst du ja. In Real kannst du knicken. Doch, wenn ich jetzt schon eine Stunde brauche und 3 Minuten für 1076 Kilometer, kann man schon hinhauen. Aber nicht in 2 Stunden, das kannst du abessen. Nicht auch jetzt mit meinen 1075 Kilometer, wenn ich stehe jetzt nach meiner Rechnung, wenn ich 50 Kilometer 3 Minuten brauche ich eine Stunde und 3 Minuten. Und Danny hat gerade, Danny Basti hat gerade gesagt, für seine 2000 Kilometer hat er 2 Stunden gebraucht, das haut er nicht. Ja. Fährst du circa, jetzt allgemein, wenn du nur normal fährst du für 50 Kilometer 3 Minuten. Ich habe es ja gerade ausgerechnet, die 1050 Kilometer durch 50 sind ja in 20 und dann mal 3, da bin ich bei einer Stunde 3 Minuten. Bei 2000 Kilometer, da kann ich schon 2 Stunden fahren. Wenn du spielst. Geht bei alle Zeit, wie du hier fährst. Verstehst du jetzt, was ich das meine? Guck mal, ich habe gebraucht. Wo bist du losgefahren, Basti? Du hast meine Videos geguckt. Ach, ne, denkst du, will ich jetzt noch, wo du da losgefahren bist? Klar. Nee. Ja, wie vielleicht für die Strecke Spielzeit habe ich gebraucht 15 Stunden oder so. Wegen Schlafen. Ah. Aber 2 Stunden reale Zeit habe ich gebraucht. Kann aber nicht hinhauen jetzt. Naja. Du sagst, weil ich habe hier gerade 27 Stunden stehen für 1000 Kilometer. Deswegen ja. Scheiße. Das sind nur 1000 Kilometer. Ich hab schon einen Unfall gehabt. Grade, also Spielzeit 27 Stunden stehen. Deswegen ja, das kann ich ganz... Also mit den 2 Stunden kann es hinhauen, weil ich brauche jetzt eine Stunde zu haben. Kann schon stimmen mit den 2000 Kilometern. Boah, mit der Spielzeit puff. Sagen wir, bist du mit 200 gefahren oder was? Wahrscheinlich. Hast du da dein 10.000 PS Motor drin gehabt? Ich habe jetzt gar nicht mal getestet, Lever, also ohne Anhänger, ne? Ja. Mit 700 PS habe ich 150 geschafft. 150? Also ohne Hänger. Oben angezeigt, unten hat es gar nichts angezeigt. Das ist klar, weil da geht doch das Tacho hier unten im Dings, das geht ja nur bis 120. Ja, also ohne Anhänger natürlich. Also hast du die... Ach, ja. Ich bin ohne Anhänger schon zu der Stadt wegen dem LKW. Ja. Weil ich den LKW hinter nicht hatte und da bin ich leer gefahren. Also ohne Anhänger. Achso, ja. Da hab ich den mal getestet und da 150 Liter. Lol. So, hier unten ist eine Baustelle. Ich bin jetzt hier an mein Zielort. Mann, jetzt haben die 68 Tonnen aber auch ganz schön gedrückt. Da bist du noch? Ist das noch Frankreich? Wo bist du denn? Ich bin von Marseille losgefahren und jetzt kommt die nächste Stadt, Nice. Ja, das ist Frankreich. Das ist Südfrankreich. Da wirst du gleich am Meer vorbeifahren, wenn du das noch nicht gemacht hast. Jetzt sehe ich schon Wasser hier neben mir. Ja, da bin ich gestern nur lang. Das ist ein neues Teilstück, die Autobahn. Die gab es auch sonst nicht. Die wurde neu hinzugefügt. So Mensch, ich bin ja schon mal gespannt, wo wir als nächstes hinfahren. So. Ich stimme dir, das waren 1358 Kilometer in 2 Stunden und habe hier Fahrzeit gebraucht 62 Stunden. Okay. Das ist schon real, das ist schon... Von Katowice, ist das von Polen, nach hier... Berlice Luki. Und ist so Russland bleibt schön? Ja, ein paar Schlaglöcher, aber sonst ist sie schön. Okay. Der Freitag war schon mal aus, die Zeko. Going East. Hm.
Ja, so wie der Robots gestern schon gesagt hat, gelesen hat, schon, demnächst die TSM-Map nur noch auf diesen DLCs läuft. Ja. Wird das schon ja, ne? Naja. Was kostet die so? 10 Euro momentan bei Steam. 1,99 Euro. Oh, das geht. Danny, du hast noch einige Autos DLC, ne? City. Ja. Siehst du? Also ich bin mir hier nicht immer so ganz sicher, was ist. Ich kann die Beten nicht so auseinanderhalten. Warum fahren denn die hier nicht? Die wissen, dass du vorbei willst. Oh, Motorfehlfunktion. Da müssen wir noch gleich mal in die Werkstatt. Das hatte ich schon lange nicht mehr. Eine Leitplanke. Wenn die mal ein bisschen weiter rausfahren würden, der mit seinen scheiß Wohnwagen, da würde dir immer was vorangehen. Du hast Wohnwagen mit dir? Das hab ich schon gesagt. Ja, ich habe einen Wohnwagen vor mir. Mensch, lass doch die scheiß DHL-Idioten. Die können warten. Muss dann unbedingt mal in die Werkstatt. Ich glaube, der Unfall, der letzte, den ich jetzt gerade hatte, der war nicht so gut. So, jetzt machten die hier noch die Straße zu. Jetzt ist hier Stau. Jetzt hat sich hier ganz angearscht. Also Stau direkt hat sich doch kinderisch. Ich hatte zwar mal Unfälle gehabt, man zwischendurch, wo sie mal aufeinander gekracht sind. Die sind aber dann wieder weitergekommen. Frag Basti, der kennt sich damit sehr, sehr gut aus. Was, mit einem Auffahren oder mit Staus? Mit Auffahren und Staus. Ja, Basti? Ja, ein bisschen, ne? Mit der Auffahrt, das kenne ich zu genüge. Gerade wenn man ein Auto übersieht. Das Schlimmste, weil ich gerade vor mir habe, ist immer, wenn du versuchst, in dieser Mautstelle irgendwann mal zu bremsen und bremst zu spät, erwischt die. Ich habe meistens immer das Problem, wenn ich quatsche immer und... Ja, du Idiotenköp, hättest mich wohl nicht durchlassen können. Bei mir ist bloß das Problem, ich sehe manchmal die Stauende nicht. Dann knalle ich drauf. Weil die Staus hier drinnen kommen so unverhofft. Da bremst du einfach vor dir und da ist gut. Das hat vorhin zum Tunnel, wo der Ende aufgefahren ist. Auf jeden Fall hat er vorhin mal gebremst, musste ich auf den Seitenstreifen fahren, weil ich nicht mal geschafft habe zu bremsen. Natürlich war ich ein bisschen sehr schnell unterwegs. Ach, hier staut sich schon wieder kilometerlang, ey. Im 14. Part, wenn ihr eine Stelle sehen, da bin ich mit 80 in die Stadt reingefahren, ne? Und dann auf einmal hier Ampel voraus, schön so hinter der Kurve. Das wirklich immer so. Und was ist? Ich so, ach, scheiße, LKW vor mir, ich hau die Handbremse rein, ich könnte mir jetzt also richtig schön Gas geben und der rollt und rollt und raus. So, ich das bin Geile ist ja gewesen, ich bin fast hinten raufgefahren, auf einmal fährt der LKW ein Stück vor. Ich bin jetzt hier in so einer neuen Firma, also die Einfahrten sind ja ganz neu, kann ich nur sagen, die gibt's auch. Ah, nein, ich sag mal so, wenn der LKW nicht diesen Meter nach vorne gefahren wäre, ich volle Kanäle drauf. So, hier ist Daxor. Jetzt müssen wir bloß noch einen Parkplatz suchen, wo der ist. Hier. Uria bin ich gerade gelandet. So, das wird so eine Scheiß-Einfahrt. Habt ihr die euch schon mal gehabt hier mit den Torbogen? Ja, das ist total. Das ist der Hass. Hass ist wie die Pest. Vor allem, wenn du wieder rausfährst mit einem Anhänger hinten dran, der dann durch diesen, die haben ja so eine Bodenwelle da drinnen. Oh, da komme ich nicht rein. Ich bin hier, muss erstmal irgendwo drehen. Ich habe da immer das Problem, weißt du, wenn ich einen Anhänger dran habe und rausfahren will, du möchtest dir erstmal anhalten, um zu gucken, ne, ob da jemand kommt oder immer schiebt der von hinten durch die scheiß Bodenwelle. Ja. Yep. Wie gesagt, also ich muss jetzt hier erstmal nochmal drehen, weil sonst komme ich da gar nicht rein.
Hast du schon mal damals diesen Auftrag mit Lidl hier mit diesen Einpacken da hinten? Nee, ich habe die schon mal gehabt, aber das ist schon lange her. Ich hatte es, wo ich damals den Map hatte, letztes Jahr auf jeden Fall noch. Da die gibt es auch schon wieder, ne? Ja, ich weiß, das habe ich schon bei dir gesehen. Ey, das ist richtig böse, wenn da auf jeden Fall die scheiß parkenden Autos davor sind. Ey, ich bin da manchmal verzweifelt. Ja, auf jeden Fall. Also da musst du dir wirklich überlegen, wie du reinfährst. Ja. Weil wenn du eh mal drinne bist, drehen kannst du nämlich nicht. Musst du immer die Autos wegschauen. Natürlich gab es da neue Unfallverursachen und sonst irgendeinen Scheiß. Aber ich habe da keine andere Möglichkeit mehr gefunden. So, wir hängen hier irgendwo. Och, da verdienen Leute Kohle, ja. Der Matthew hat 1900 verdient. Wenn ihr mal einen guten Auflieger haben wollt, könnt ihr ins Skinner-Paradies gehen. Ja, Basti? Ja. Der Auflieger steht nämlich gerade hier vor mir. Was jetzt? Wo hänge ich jetzt schon wieder? Ich hab schon den Auflieger. Lol. Die bauen dir kostenlosen Auflieger, so wie du ihn haben willst. Ist ja jetzt wissen. Was ist denn jetzt hier los? Hast du das, wenn auf einmal die Fahrzeuge übelst bremsen, dass du ohne Eisen musst und dann auf einmal sind die weg, weil du nicht mehr aus dem Arsch kommst? Ja. Ich habe ja schon gehabt, dass ein LKW auf einmal vor meiner Nase aufgetaucht ist. Aus dem Nichts. Was? Wir hatten damals noch, wo ich in Bamford drüben letztes Jahr Dezember noch gefahren bin, da bin ich ja öfters mal online gefahren mit dem Kollegen zusammen. Mhm. Da war es öfters so, da ist es immer passiert, wir sind zu dritt gefahren, zusammen. Und auf einmal ist der irgendwo, eigentlich war da keiner, auf einmal ist der gerammt und da ist er auf einmal am Boden versunken. Und die Hälfte des LKWs am Boden, das war jetzt kurios. So, ich habe meine Tour abgeschlossen, liebe Freunde der guten Unterhaltung. Ich habe 10.233 Euro verdient. Jetzt bin ich mal gespannt, wo es jetzt hingeht. Trommelwirbel. So, wir haben Litauen. Ach nee, Libyen. Dann haben wir nochmal Griechenland. Das tun wir uns jetzt nicht nochmal an. Nach Gelsenkirchen. Lebensmittel. Das sind ungefähr 1966 Kilometer. Nach Bratislava. Nochmal nach Libyen. Nach Dänemark. Das sind 2360 Kilometer. Und den werde ich jetzt auch nehmen, liebe Freunde. Meine nächste Tour geht nach Dänemark. Du hast Deutschland, oder? Ja, das sind über 2000 Kilometer. Hat 15 Euro Maut bezahlt. Also das wird auf jeden Fall eine sehr, sehr lange Fahrt. Ich habe noch 816. Ich brauche irgendwas mit 56 Stunden. Oh. Aber zuerst mache ich erstmal die Werkstatt. Das müssen nämlich auch erstmal sein. Kurz. Oder holen wir erstmal unseren Auflieger. Ach, wir holen uns erstmal unseren Auflieger. Die Zeit muss sein. Liegt nie auf der Straße. Er hat eh noch Farbe verloren. So Dreck sieht das aus, ne? Hat ja. Nigeria, wo warst du? Ja, wär schnell mal noch tanken. So, was habt, so, was habt ihr für euren Tank bezahlt? Tanken? Ja. So, haben wir uns gesagt. Ich hab für... Bin doch so vergessen. Ich hab Liter, hab ich 78 Euro bezahlt. Oh, ich hab jetzt hier in Griechenland, kann ich euch schon mal jetzt sagen, wenn ihr irgendwann mal hinkommt, 1,12 Euro. Ich hab 15 Cent für uns getankt. Lol, dafür fährst du an die Tankstelle?
15 Cent, das klar. Ich habe gerade 87 Euro bezahlt für 77 Liter. Kann es aber nicht bei jeder über 12 sein. Doch. Stand zumindest hier. Du kannst jetzt in der Aufnahme gerne nochmal zurückspulen. Scheiße. Den habe ich nicht gesehen. Oh, immer noch mal dran fahren. Oh, nach Dänemark, da muss ich ja quer durch Deutschland, ey. Schweiz. Slowenien. Ja, wir gehen doch gleich in die Werkstatt. Wir müssen irgendwo im Flughafen sein. Wir landet gerade im Flugzeug. Wenn ich mal meine Fähre ab, siehst du. Von Ancona. Ja, da bin ich vorhin so los. Ich habe mal einen Flugsimulator gespielt, ne, Danny? Ja. Ich auch. Und da bin ich mitten auf der Autobahn gelandet. Lol. Das macht man aber nicht. Warum nicht? Manche Autobahnen sind dafür ausgelegt, dass man drauf landen kann. Ich weiß ja nicht, was du. Was war das denn im Flugzeug? So ein Privatdüsenjet, wenn nicht. Ach so, ne, das ist ja was anderes. Ja. Das ist doof, wenn du als Fahrer auf der Autobahn bist. Kommt doch jemand Flugzeug vor dir und landet. Das ist ein bisschen blöd, ja. Ich hast ja Glück und du landest auf dem Ami-Krachen vor der Reifen. Ne? Da kann ich nicht mehr. Da gibt's sogar so ein schönes Video, habt ihr das schon mal gesehen? Wo die Alte da fährt. Die Oma. Und das Flugzeug landet da so. Auf der Autobahn, ne? Das ja. So, hier ist gleich die Werkstatt, da fahren wir jetzt gleich ran, wenn wir jetzt gleich vorbeifahren. Ach nee, ist ein Händler. Tut mir leid, das war ein Händler, sah aus wie eine Werkstatt. Muss man sich erstmal auskennen hier in dieser Stadt. So, ich fahre jetzt trotzdem gleich den Auflieger holen. Scheiß drauf jetzt. So, Mensch. Und wie ist das Wetter? Erste Welt. Bei mir ist herrlicher Sonnenschein. Bei mir ist aber auch schon Viertel acht abends. Ja, soweit ich bin gerade mal bei um 11. Also, Fuß. Ich da? So Mensch, wir müssen auf die Baustelle. Das hätte ich auch noch nicht gedacht jetzt. So, nach Ach, was? Wie hieß das Ding? Arthus müssen wir. LKW-Teile bringen, 20 Tonnen. Nach Dänemark. Dann muss ich durch Kroatien, Slowenien, Österreich, Deutschland und dann Dänemark. Bei dir unten bist du Griechenland. Ja, ja. Oder bist du Griechenland? Ich bin Griechenland, ja. Aber das Gute ist, ich fahre keine Fähre, ich fahre alles zur Straße. Mit den Auflieger, wie hieß der? Warte, das kann ich gleich sagen, der hieß... Hanse Transportet Bremen, die gibt's wirklich, das ist eine virtuelle Spedition. Das ist wie Euro Logistics. So, der meckert auch ganz schön rum hier auf der Baustelle, der Bauleiter. So,
So, ich hätte meinen Auflieger jetzt dran. Werde jetzt noch die paar Minütchen jetzt zur Werkstatt fahren und dann werden wir da mal abbrechen heute und werden wir uns dann im nächsten Port wiedersehen. Ja, sagen wir nochmal Tschüss. Das wird so echt eine lange Strecke, also da werde ich bestimmt 3-4 Ports brauchen. Ja. Ist ja nicht mal gleich um die Ecke. Aber na gut, wenn wir die halt brauchen, brauchen wir die. Basti, wo geht's denn überhaupt bei dir hin? Gibt's da schon irgendwie ein Ziel? Basti? Ist er wieder nicht da, wa? Hallo. Ach, Basti. Ich gesagt habe, nö. Wo würdest du denn gerne mal hinwollen? Am Arsch der Welt. Null. Sind Affen. Australien? Australien. Also ich kann schon mal sagen, USA wird es nie geben. Würden wahrscheinlich viele sagen, oh. So, liebe Freunde, ich stelle mich jetzt hier einfach mal hin und mache meine Pause. Wir haben heute viel geschafft und viel gesehen. Und ja, ich werde mich dann im nächsten Port zurückmelden, wenn wir dann Richtung Dänemark fahren, erstmal Richtung Kroatien. Und ich bedanke mich erstmal beim Horsti hier beim Mitfahren. Natürlich, kein Problem. Ja, dann sage ich noch unserem Brummbären Tschüssi, bis zum nächsten Mal, dem Basti. Tschüss, tschüss. Und ja, wir sehen uns im nächsten Port wieder. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like, ein Abo oder einen schönen Kommi da, hier oder bei Facebook. Ja, hier fängt es ja an zu regnen und ich hau jetzt ab. Ciao, ciao.